Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 6. So, wir wollten ja wieder mal dieses Verpackte hier suchen. Ja dann, hallo, was geht? Ja? Jelena hat mich angefunkt. Du willst zu diesem Boot? So ist das. Steig ein. Komm rein, flieg. Mist, komm rein, flieg und dann war's das. Ich heiße Calixto. Dani. Ich werde unterm Radar fliegen. Ich bringe dich so weit ran, wie es geht. Wo hast du fliegen gelernt? Ich hatte meine Grundausbildung als Pilot vor ein paar Jahren. Ich bin rausgeflogen, weil ich zu einem Hauptmann Scheißefresser gesagt habe. Ich bin bei den Bodentruppen rausgeflogen. Wie sich rausgestellt hat, wird der Sargento nicht gerne in den Hals geboxt. Gut zu wissen. Ich habe dich noch nie gesehen. Seit wann bist du bei La Moral? Moment mal. Mir wurde gesagt, du gehörst zu La Moral. Diese Operation ist ein Gefallen. Ich bin von Libertad. Was kannst du mir über La Moral sagen? Kennst du dieses Dorf? Sie nennen es Maldito. Ist das wirklich so? Ja. Hat irgendein Spanier 1400 irgendwann so benannt. Vor ein paar Monaten hat Admiral Benitez das Angeln für illegal erklärt. Die Leute haben protestiert. Benitez hat die Hälfte der Einwohner hingerichtet. Und was macht La Moral? Sie spüren jeden einzelnen Soldado auf, der die Hinrichtung ausgeführt hat. Und ich meine nicht im Guerilla-Dschungel-Auflauerkram-Sinne. Die haben die nach Hause verfolgt und ihnen die Kehle durchgeschnitten, während ihre Familien schliefen. Wie in Assassin's Creed. Diese Leute sind schlau, organisiert und kaltblütig. Malaka, ja? Schaupass. Wir beobachten alle Militärkonvois, die hier langkommen und erstatten La Moral Bericht. Klingt nach einer straffen Organisation. Die wissen, was sie tun. Jelena ist besser organisiert als das Militär. La Moral steht hinter uns. Als Admiral Benitez anfing, gegen unsere Familien vorzugehen, ging La Moral gegen sie vor. Sie haben jeden Soldado getötet, der es gewagt hat, unser Land zu betreten. Bald darauf kam keine mehr. Okay, also das wäre wieder hier drin. Okay. Das ist das Schiff. Weiter kriege ich dich nicht ran. Das ist super. Gracias, amigo. Dann wünsche ich dir viel Glück. Okay, jetzt kommt's mal raus. Jetzt konnten wir raus, ne? Das letzte Mal konnten wir nicht raus. In der letzten Folge, das ging nicht. Augen auf, Dani. Negativo. No hay nada que reportar. Todo en orden. ¿Qué? Está draußen jemand. Coño. Mierda, sit. Ja. Es
Wer sieht mich denn hier, frage ich mich gerade eben. Dieses. Das ist. Ihr scheiß Müllfressen, Alter, wirklich. Nee, warte mal, nee, den lassen wir lieber, falls wir mal abholen müssen. Oh nee, das ist eine Geißel. Oh nee, das ist eine Geißel. Scheiße. Jetzt hätte ich fast eine Geißel getötet. Wow. Okay, war's das jetzt? Ja, ja, ich brauche auch Hilfe. Einige unserer Kämpfer haben sie in den Container über dem Loch gesteckt. Da oben. Jelena, ich bin auf dem Schiff. Ich habe so viele befreit, wie ich konnte. Hab Geduld. Ich schicke Boote und Verstärkung. Gracias. Hier spricht Admiral Benitez. An die falschen Jaraner. Ich habe euch Terroristas genau da, wo ich euch haben wollte. In diesem Augenblick sind Streitkräfte auf dem Weg zu eurem Standort. Ich empfehle euch, eure Waffen niederzulegen und einen letzten Blick auf eine Nation zu werfen, die euch nicht will. Anstatt Yara friedlich als Parias zu dienen, werdet ihr sterben. Gleich hier und jetzt. Scheiße!
gucken, ich probiere schon mal. Wow. Wenn ich mal hier jemanden sehen würde. Jelena, wo bleiben die Boote? Sie warten darauf, dass du den Luftraum säuberst. Kann einer den Fliegern sagen, dass sie stillhalten sollen? Wenn's gehen würde. Mach den Weg frei! Kleiner Mieser. Ne, wo ist er denn? Hier. Komm mit, mein Freund. Niemand kann La Morale aufhalten. Nadie. Niemand. Jelena, alles erledigt. Deine Leute sind sicher. Ich weiß. Sind wir für die Vorräte quitt? Klar. Kann ich sonst was tun? Ich muss erst mit Gilberto reden, aber du wirst sicher von mir hören. Du hast meine Nummer. Danke. Du bist nicht schlecht, aber du solltest gut aufpassen. Wenn du noch nicht auf Admiral Benitez Radar warst, dann bist du es jetzt. Willkommen, echten Erlöste. Danny, wie geht's meiner Legende? Oh, ich werde zu schnell zu alt, wenn du das meinst. Ich sollte zurück zu ihrem Lager. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Nur, dass es das Richtige ist. Cool. Easy. So, da haben wir das jetzt auch geschafft. Oh, hier haben wir ja wieder was. Achso, das ist das Undercover-Hengst. Okay. Egal, wir haben ja hier noch, wir haben ja gesagt, wir haben ja hier noch ein paar Schätze zum Ausbuddeln. 3 Stück haben wir hier noch. Ne, sogar hier ist auch noch einer, ein 4. Okay, 4 Stück haben wir noch. Da würde ich sagen, wir machen da jetzt erstmal hin.
Hola. Qué vuelta. Clara, ich habe La Moral getroffen. Wieso hast du mich nicht zuerst zu denen geschickt? La Moral? Laut meinem letzten Info stand diese kleine Splittergruppe kurz vor dem Zerfall. Die sind deutlich schlagkräftiger als die Legenden. Okay, aber bleib wachsam. La Moral hat einen miesen Ruf und ich will nicht, dass die Libertad mit in den Abgrund ziehen. Ich halte die Augen auf. Sehr schön. Schwänchen, hallo. Ja, dann gucken wir mal. Hier. Der lange Fall. Wir verstehen all Ihre Bitten völlig und werden alles Nötige tun, um aus diesem Damm einen angemessenen Tribut an Yaras wahren Präsidenten zu machen. Ich werde den kaputten Steg selbst reparieren und meine Arbeiter werden sich umgehen um die offenen Schleusen kümmern. Und natürlich geben wir all hier stolz unseren Lagerraum für Ihre Militärgüter. Bitte kommen Sie für den Zweitschlüssel zu mir. Ruhm Anton Castillo. Rafael. Scheiß Soldados, die nehmen sich alles. Vielleicht haben sie was Nettes in dem Lager gelassen. Okay, wow, da komme ich hier bloß runter. Hilfe! Hilf mir! Wer schreit denn hier? Kann man das kaputt machen? Nö. Oh. Der hat hier rumgeschrien. Ich dachte gerade die ganze Zeit, wer schreit denn hier so rum? So, scheiße, den hätte ich wohl nachher gemusst. Der Johnny kann nicht rauchen. Gracias. Ich glaube, ich da hinten nicht ran. Leck mich.
Verdammt, ich hätte den gleich nachher gemusst. Ach verdammt, jetzt weiß ich nicht, wo dieser Scheiße da ist. Dieser Arbeiter meine ich. Ich weiß ja auch nicht, ob der untergegangen ist, ne? Das ist jetzt das Problem. Oder ob es dann irgendwo hier rangespült hat, ne? Ich hab keine Ahnung. Oh, er schreit wieder, also er scheint wieder da zu sein. Wir müssen den einfach anscheinend gleich hinterher. Hallo? Komm schon. Liegt der jetzt noch da oder ist der? Hey, das habe ich jetzt noch nicht. Oder ist er einfach runter? Der hängt da fest, okay. Verdammt, der Mist, scheiße. Na komm schon, gerade hast du es da auch geschafft. Den Schlüssel brauchst du nicht mehr. Danke. Komm schon, warum klappt das manchmal? Manchmal klappt das nicht. Es klappt, jetzt klappt es mal wieder nicht, gell? Und jetzt klappt es auf einmal wieder. Hier bin ich fertig. Ein Grund mehr, Castillo zu passen.
Okay, sehr gut. Dann heißt das, das und dieses hier. Sehr gut. Wie gesagt, das gehört ja dann schon zum 9. Das gehört ja schon zum 9. Da haben wir das und das und das, ja. Okay, wir hätten hier hinten noch eine Mission und hier hat man eine Mission. Okay, ich würde vielleicht sogar meinen, wir machen sogar das nächste Mal dort weiter. Dann würde ich aber auf jeden Fall sagen, was? Das war's für die Folge. Ich danke euch natürlich wie immer. Denkt daran, dass heute Abend die Ausgangssperre in Kraft ist. Es wird dringend empfohlen, diese von der Regierung verhängte Sicherheitsmaßnahme zu respektieren. Ihr könnt mich mal am Arsch kratzen. So. Aber das könnt ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, haut rein.